Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart DS mit eurem Ninjoshi Tenno. Wir machen weiter in der 100er Klasse. Heute wählen wir... Ja, ist eine gute Frage. Hatten wir nicht irgendwo ein Auto freigeschaltet gehabt? Genau. Wir nehmen mal heute Mario mit seiner Sternschnuppe. Und wir machen heute... Wir haben im letzten Part den Nitro Grand Prix komplett abgeschlossen in der 100er Klasse. Und jetzt machen wir weiter mit dem Grand Prix... den Retro Grand Prix und wir fangen an mit dem Panzer Cup. Ich bin wieder euer Ninjoshi Tenno. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. So, SNS Miles Pistons. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut, aber ich das dürfte eigentlich ganz gut anhören, sich hoffentlich. Gut, es geht wieder los in 3, 2, 1, go! So, es ist ein bisschen her, seitdem ich Minecraft DS gespielt habe, aber das sollte kein Problem sein. Ich meine, so schwer ist das Spiel jetzt auch nicht und naja, die goldene Steuerung versteht halt auch jedes Kind. Ne? So, wir haben mal drei grüne Panzer, das ist doch schon mal ganz gut. Mal gucken, ob wir die da vorne treffen können. Wir haben da vorne, das ist Yoshi. Da ist ein Yoshi und am ersten Platz ist Luigi. Mal gucken, ob ich den schon irgendwie treffen kann. Ich versuche mal zu snipen mit den grünen. Ah, ich glaube, der hat ihn abgewehrt. Wenn ich das richtig gehört habe von den Geräuschen auch her, so, jetzt haben wir die kurz mal weggeschnappt. Da würde ein neues Item kommen, ein roter, ist nämlich sehr viel schöner als ein grüner. So, wir müssen noch auf der Karte aufpassen, da sind noch die Grünen unterwegs, unsere Grünen. Ich weiß nicht, ob es unsere Grünen waren, auf jeden Fall sind noch die Grünen unterwegs. Letzte Runde. Wow, die können wir echt in einer Minute schaffen, die Strecke. Also ich glaube, wenn wir 150 fahren, dann können wir die auf jeden Fall unter einer Minute schaffen, die Strecke, denke ich mal. Ja, so viel ist da auch nicht mehr hinter. Genau, dann hätten wir jetzt nämlich die eine Minute um. Ja, ich glaube, das dürfte in der 150er Klasse später möglich sein, außer man macht hier noch so einen Käse, fährt ins Sand und erst dann über die Ziellinie. Oh yeah, Mario. Dedeu. So, weiter geht's. Jetzt geht weiter mit der Kumo Farm. Oh yeah. Lass ich die Intros drin oder schneiden raus. Schneiden tue ich sie nicht, aber ja, ich lasse sie mal drin. Ich glaube, ich habe sie später übersprungen. Mal gucken, wie sie später auch mal. Irgendwann wird man die eher automatisch überspringen. Aber hey, die sind ja auch ganz schön, die Intros. Die kann man ja manchmal mal zeigen. So, Start. Schön wieder Luigi vorne. Also Luigi ist hier unser Kontrahent, unser eigener Bruder. Ist hier diesmal der Böse. Machen wir mal so. Okay, tackle diese, war nicht so ganz gut. Hilfe hinter mir. Ja, die Musik hat schon was schön von so einer Farm. Und hier befinden wir uns ja auch auf einer Farm. Auch wenn es eine sehr komische Farm ist, die hier so eine Rennstrecke hat, würde es ja so ein bisschen auch ähnlich die Rennstrecke wie bei Ocarina of Time, bei The Legend of Zelda Ocarina of Time mit dem Hunderennen. Da gibt es ja auch so eine kleine Rennstrecke oder halt auch für die Pferde, ne? Gibt es da ja auch. War das Hunderennen da? Warte mal, ich kann mir jetzt auch vertun. Ich meine aber, warte mal, Ocarina of Time. Ich glaube, man schon aus Mask war mit den Hunden. Oder? Nee, Hunden. Nee, Hunde. Nee, Ocarina of Time. Oder? Doch, nee, Mask. Mask. Ich sag mal Mask. Go. ja. Genau, ja, doch, Ocarina of Time, weil. Man schon aus Mask, weil. Wegen der Maske. Ne? Man muss ja die Hunde verstehen können. Genau. Man schon aus Mask. Ocarina of Time, da war ja kein Hunderennen gewesen. Also nicht, dass ich gerade eins wüsste. Wir sind auf dem ersten Platz und machen ganz gute Runden. So, da kommt, glaube ich, gleich nichts mehr da. Yoshi hat eine Bombe, aber den sehen wir ja meilenweit nicht. Ein paar Bananen, ein paar Grüne. So, wir noch da blocken. Oder war doch schon wieder. Ganz einfach. Das zweite Rennen. Es geht weiter mit dem dritten. Peach Piste. Ja, muss man sagen, diese ersten drei Strecken, also vom SNES, N64 und GBA, die waren ja nicht besonders groß gewesen. Obwohl doch die vom N64, da waren schon große Strecken dabei gewesen. Aber wirklich die GBA-Strecken, die waren ja wirklich minimal klein. Wie man auch sieht, ne, was ein GBA halt so als konnte, hat man halt gezeigt. Und da konnten die Strecken nicht so wirklich besonders groß werden. Aber ich meine, es sind ein paar Strecken, sind doch schon viele Strecken geworden. Ah, ich kann mich noch an GBA ein bisschen genauer erinnern. Das war immer so ein schönes Urlaubsspiel gewesen, das man gerne auf einer Urlaubsfahrt gespielt hat. Jo. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Also sollte ich mich ja nicht hier wiederholen in der Zeit. Aber wie gesagt,
Es ist halt auch eine schwere Spitzkommentierung. Ne? Man sieht ja immer das Gleiche, man tut das Gleiche. Und man schafft es nur mit Mühe und Not, irgendwas zu erfinden. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Luigi an unserer Seite. Wir haben eine Banane bekommen. Er hat einen Fake-Block bekommen. Ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißen. Ich glaube, gefälschter Block hießen die, glaube ich, mal in irgendeiner Spielanleitung. Bei GameCube Double Dash meine ich. Oder gefälschter Block kann das sein? Kann das hinkommen? Hm. Naja. Eins der. Irgendein Name dürfte es sein. Ich frage mich ja immer noch, warum das Schloss da hinten so rot-pink ist. Und dann, ist das doch Peach Schloss da hinten? Das ist doch Peach Garden, heißt das doch hier, ne? Die Strecke, die wir da spielen. Ich habe schon den Namen von der Strecke vergessen. Weil die sind auch nicht wirklich besonders einprägsam vom GBA. Obwohl es gab schon ein paar schöne. Die waren einprägsam, aber so die meisten, die waren halt wirklich so auf grün, Landschaft und dann immer diese bunten Blöcke links und rechts ausgelegt gewesen. Ich meine aber doch, das dürfte Peach Schloss sein, auch wenn es ganz schön rot ist und sehr, ja, pink. Sagen wir mal. So, und mit 1,30 abgeschlossen. Jede Strecke, jede Runde 30 Sekunden knapp. Und dann geht's auch schon auf. Zur letzten Strecke des Panzercups. Wie man sieht, im Retro-Cup gehen Strecken viel, viel schneller rum als im Nitro-Grand Prix. Und von daher können wir auch hier wieder natürlich logischerweise zwei Cups fahren. Das sollte ja hier kein Problem sein. So, jetzt kommt nochmal die Luigi's Piste. Und let's go. Die 150er beziehungsweise doch die 150er Version der Strecke. Ich finde immer noch komisch, dass der Double Dash Teil eines der einzigsten Mario Teil ist, wo sich Teilstrecken verändert haben. Aber da gab es auch nicht viele. Ich meine nur Luigi's Piste, ne? Weil dass sich hier so die Banden wegtun und so weiter, da gab es ja nur hier. Und warum dazu ist, ist aber halt auch eine gute Frage, ne? Ich habe eher das Gefühl, dass die da einmal die Charaktere irgendwie mal größer gemacht haben. Hey, fahr. Das ist die Verbindung gerade wieder verloren gegangen. Die Connection zu Wii U ist gerade wieder verloren gegangen. Und deshalb hat er wieder den Input vom A-Knopf nicht angenommen. Obwohl ich ja immer. Die Wii U-Konsole, die steht. Einen Meter vielleicht entfernt. Das ist nicht viel. Also, ich kann sie sehen. Und die ist ja nicht eingebunkert oder so. Ne? Also, naja, kommt halt vor. Grüner Panzer. Machen wir mal hier ein bisschen Sniper. Ich glaube, da wird er keinen treffen. Ne, leider nicht. Schade, schade. Roter Panzer. Luigi, geh mal weg. So, dann haben wir jetzt nur noch unseren Yoshi-Doshi vor uns. Yoshi, Knoshi. Oh, da kommt mir ein grüner Panzer, der Geist. Das ist aber nicht nett. So, letzte Runde. Last round. Oh, was? Wow. Die roten Panzer sind ja auch geil auf dem in Mario Kart DS. Oh Mann, oh, hoppsala. Hallo, Knochenhündchen. Nicht Knochenhündchen. Kettenhündchen. Meine Fresse, so schwer ist der Name jetzt auch wieder nicht zu merken. So, die beiden liefern sich hier gerade ein erbittertes Duell. Ich habe jetzt nochmal gerade ein bisschen Pilz benutzt. Bin gerade wieder vor denen. Ich kriege jetzt nochmal was zum Abwehr. Wunderbar. Luigi hat einen Pilz bekommen. Yoshi hat drei grüne bekommen. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen auf die Karte gucken. Ja, siehst du? Scheiße. Oh oh. Das wird böse enden. Ich habe leider kein. Oh, wir sind noch überholt. Oh, wir waren. Das dürfen jetzt knappe Zeiten gewesen sein. Ach, man sieht die ja gar nicht. Schade. Das hätte ich jetzt gern gewusst, weil das war wirklich ein knappes Rennen zwischen mir und Yoshi. Ja, auf geht's zu Sieger-Aero. Das war ein schönes Rennen. Grün und grün gegen rot. Das doppelte Grün-Team, Grün-Team, wer kennt's nicht? Das Green-Team natürlich. Grün-Team ist auch ein schönes Wort. Wow. Schön. So, waren gerade mal 9 Minuten. Hey, sogar 2 Sterne bekommen. Ja, das kann man auf jeden Fall so hinnehmen. Gut, weiter geht's. Wir nehmen natürlich wieder nicht 50, jo, 100er, ne, Bolide. Doch, wir nehmen mal Bolide. Ich meine, Karte kann ich ja wechseln. Den Charakter. Gute Charakter könnte ich auch wechseln. Aber dann müsste ich auch die Blenden wechseln. Und naja, ich bin faul. Also, naja, nicht faul, aber. Ich meine, man macht hier YouTube für Spaß an der Freude. Und da sollte man aber schon ein bisschen Zeit reinstecken, halt auch nicht so viel. Obwohl wir jetzt wirklich nicht viel Aufwand die Blende. Also, ne, ihr wisst schon, dass oben rechts hat. Das Charakter-Icon zu wechseln. Aber wir lassen es trotzdem mal einfach weg. So.
Wir gehen weiter in Mario mit dem Bolide. Okay, kriegen wir eine grüne. Nordhocken hat eine Bombe, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber sieht alles ganz gut aus eigentlich. Okay, ich glaube, die Peach ist gerade in meinen grünen Panzer rein. Ich fand das auch sehr schön. Ich fände echt lustig, wie man auf diesen Snatch-Strecken einfach 30er Sekundenzeiten fährt. Ach ja. Dreierbananen. Oh, da kommt ein Pilz. Ach, na toll, ich wollte den haben, den Pilz. Ich finde es auch schön, wie er auf der Minimap zu sehen ist, der kleine Pilzi. Da haben wir leider Minisch bekommen. So, wir haben drei Bananen, die beste Verteidigung, die es gibt für den ersten, weil wir auch nichts drücken müssen. Ne? Und ich habe gerade kein Item eingesammelt, weil ich nicht mehr wusste, dass man hier noch ein zweites Item einsammeln kann. Ging ja in Mario Kart 8 nicht mehr. Oder war das auch schon mal 7? Ne, 7 ging das noch. Ach, doch, jetzt ging das noch. Ich glaube, sowas ist halt zu overpowered, haben sie sicher gesagt. Weißt du, wenn du so zwei Items hast, ne? Ich meine, ich könnte jetzt viermal abwehren. Wenn ich jetzt nochmal eine Dreierbanane gehabt hätte, hätte ich könnte ich sechsmal abwehren. Das wäre schon sehr, sehr viel, muss man sagen. Aber hey, es gibt ja Blitze und so und die könnt ihr alles kaputt machen. So, und das war's. Ciao, Guys. Meinen grünen Panzer kriegst du nicht. Guck mal, 32, 31, 32. Oh, die Rundenzeiten, ey. Jetzt gehen wir mit Polapko. Schlag auf Schlag hier. Ich meine, ich möchte das hier nicht schnell fertig machen oder so, aber ich meine, ne, so groß sind die Strecken halt nicht. Und bremsen und so was wäre ja auch Quatsch, ne? Wir wollen ja auch eine normale Länge hier haben und das sind die halt die normale Länge der Strecken. Ach ja, Winter. Winter. Danke, Bowser, fürs Raushauen. Hat der ein Flugzeug? Ich glaube, der hat ein Flugzeug, ne? Oh, das fand ich immer damals als Fahrzeug geil. Das möchte ich später auch noch fahren, das Flugzeug. Ich fände hier ein bisschen schade, dass hier wirklich jedes Fahrzeug nochmal so ein... Ich glaube, jeder hat so drei Fahrzeuge. Einmal ein Standard, dann noch ein spezielles und dann noch ein spezielles. Oder gibt es sogar vier spezielle? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall ist es halt schade, dass man manche Fahrzeuge halt nur mit bestimmten Charakteren fahren kann. Meine ich doch, oder? Ich meine schon doch, ja. Ich meine, Bolide konnte nur Mario fahren. Tja, so ist das halt. So, die Peaches vorne. Unsere geliebte Prinzessin vorne. Und wie man, wow, der Bowser. Und wie man hier sieht, man fährt hier schon viel, viel länger hier. Also hier fährt man, oh, hoppsala, hab ich gerade den Tisch ein bisschen berührt. Man fährt hier viel, viel länger. Also hier so eine Minute ungefähr, eine knappe Minute pro Runde. Und das sieht man ja auch. Da ist die Daisy reingefahren, ach die Arme. Oh, da kommt Applaus auf uns zu. Aber natürlich für die Peach. Und ciao, Peach. Wir sehen uns später hier in der Ziellinie. Hi, Peach. Ciao, Peach. Banane. Banane. Willst du mich überholen? Kann ich hier eine schöne, ja, ich konnte nicht, glaube ich, ganz leiden. Ganz driften um die Kurve hat leider nicht ganz geklappt, das war zu knappig gewesen. Letzte Runde. Muss man jetzt nochmal alles geben. Ja, also fahren halt. Nicht so schwer hier auf der Strecke, die ist ja wirklich eine leichte Strecke. Jetzt kommt nochmal eine rote gleich. Wie wir von Peach gleich sehen werden. Da kommt es auch schon schön frontal, kam sie. Beziehungsweise von hinten halt, ne. Aber halt in einer geraden Linie, so dass uns nicht vorne oder also vorne, also beziehungsweise halt links oder rechts treffen konnte. So, die Schneemänner sind jetzt allein gefroren. Oh, alle tot. Und da kommen sie wieder. Habt ihr gerade den kleinen Körper gesehen, wie er sich wieder gelöst hat? Das war süß. Wir haben einen kleinen Fehler gerade gemacht. Die kommt gefährlich nah. Dreierbananen, was kriegt sie? Oh, Fakebox, alles klar. Dann kann sie nicht mehr viel ausrichten, außer wir fahren jetzt noch gegen eine Wand oder ein blauer Stachelpanzer kommt noch. Aber das sieht nicht so danach aus und von daher war es das auch hier mit Snowbitland sind nicht, weiß ich Streckennamen nicht, ne? Doch Snowbitland, oder? Snowbitland war andere. Ah, ist auch Wurst. So, einfach weiter drücken. Es geht rein in Bowser's Festung 2.
Also hier lohnt sich echt, die Dinger drin zu lassen bei den Strecken. So, wir sind jetzt nämlich gleich bei 15 Minuten angekommen. Und ja, wir haben nur noch zwei Strecken. Also so, hier mit der dann noch. Ja, eine Strecke vor uns. Oh, hi Leck. Oh, da hätte ich einen Leck gehabt. Ich glaube, ihr habt die Lecks ja nicht, ne? Ne, ich glaube nicht. Wie gesagt, ich spiele ja über das Video Gamepad. Ist auch die einzige Möglichkeit, halt zu spielen. Weil halt in der. Mein Gott, das ist aber auf zu Länge hier. Hallo, mach mal denn meinen A-Input. Dankeschön. Ich glaube, ne, bei euch dürftet ja nicht denken, weil ihr habt ja das TV-Signal, nicht das Gamepad-Signal. Und ja, das habt ihr die Probleme nicht. Ich habe ja manchmal so kleinere. Aber wirklich so minimal ein, zwei Lecks mal. Und ja, da geht halt manchmal der Input leider verloren. Hallöchen. Hi. Alter, das werden wir noch aufholen. Keine Sorge, Leute. Dann nehmen wir hier mit dem Pilz. Schön in der Garten. Yoshi schön weggestoßen. So. Zweite Runde. Obwohl wir jetzt hier schon, glaube ich, sehr weit nach vorne gekämpft haben. Weil man sieht doch, die Mann auch gerade einen Kopf an Kopf rennen da. Wie man sieht in der Platzierung. Hat sich da gerade wieder was getan. Jetzt schon wieder was getan in der Platzierung. Genau. Da habe ich gerade schon Knorntrocken gesehen. Gehen hier ein bisschen rüber. Ha, so ein bisschen. Versuchen hier noch den Booster mitzunehmen. Oh, das ist aber auch fies hier mit der Kurve. Dass man wirklich so komplett stehen bleibt, nicht zurückgebounced wird oder sonst was von der Wand. Ist nicht so schön. So, wir haben drei Grüne. Drei Grüne bringen uns aber leider nicht so viel. Ich glaube, ich werde es gleich wieder abgeben müssen. Ich versuche mal hier was zu kriegen, zu treffen. So. Wir haben nochmal drei Grüne. Oh Gott, das wird jetzt gleich böse, wenn die zurückkommen. Ja, okay, kam noch einer zurück, weil ich die halt nicht ein bisschen anders platziert habe, positioniert habe. Zur letzten Runde. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen was reißen. Möchte ich schon ganz gerne noch da überholen. Das wäre schön. Aber guck mal, die sieht man sich wirklich Kopf an Kopf rennen da vorne. Ja, guck mal, da haben wir gerade was von der Peach gestohlen. Nämlich ein Fragezeichenblock nicht. Ein gefakter Fragezeichenblock. Sag ich nur, ich hier den Fehlermann. Aber guck, da kommt eine blaue. Sehr schön. So. Oh, das war gerade die Peach. Irgendwo reingefallen. Wir haben auf jeden Fall gerade ein Geräusch gehört von der Peach, dass es sich wehgetan hat, die Arme. Ob die für uns später noch einen Kuchen kochen wird? Kochen wird, Freunde. Kuchen kochen wird, ja. Nee, backen wird. Das steht noch in den Sternen. Aber was nicht mehr in den Sternen steht, dass wir hier Erster geworden sind auf GBA Bosos Festung 2. 49er Zeiten so. Oh, nicht schlecht. Da wäre bestimmt noch eine 45 drin gewesen. Aber naja, macht ja nichts. Und als krönenden Abschluss der Babypark. Der Barbiepark. Und los geht's. Wir fahren 5 Runden, genau. 5 Runden fahren wir hier, warum auch immer. 7 Runden wären cooler gewesen, aber hey, macht ja nichts. Wow, die hat in alle meine Bananen reingefahren, die Peach. Das ist ja der Wahnsinn, toll. Was ich echt ein bisschen schade finde, dass man bei Mario Kart 8 nicht über die Banden werfen, schmeißen kann, die Panzers. Die bleiben leider alle in ihrer Spur drin. Weil so wird nochmal viel, viel mehr Chaos da herrschen. Aber man gut, hat halt schon einen Hintergrund, ne? Warum man sich über Banden werfen, beziehungsweise schießen sollte mit seinen grünen Panzern, roten Panzern und sonstigen. Ich glaube aber, Bomben kann man bestimmt drüber werfen. Stimmt. So. Oh, Knotron, geh weg mit deiner Banane. Die möchte ich nicht berühren. Zwar wirklich nicht. Oh, ich muss aufpassen, ich darf nicht in seiner Spur sein. Oh, da kommt was Blaues. Perfekt. Was? Nee, ich war da nicht drin. Oh Mann, oh, ich war da wirklich drin. Verdammt. Oh, da wird jetzt nochmal knappes Ende, Leute. Und da kriege ich noch eine rote ab. Ja, schön. Oh, Babypark, Leute. Das ist Babypark. So beschreibt man den Babypark. So die ganze Zeit Zweiter, Erster gewesen und dann am Ende leider sowas. Schade, keine 40 Punkte geholt. Aber trotzdem wird es den Goldpokal geben. Ja, Knorntrocken und Peach, starke Gegner für uns. Aber am Ende hat es trotzdem für den Goldpokal gereicht. Leider wird es jetzt keine Sternewertung geben, sondern irgendeine Buchstabenwertung. Ich denke mal B, weil A kann es auch nicht mehr sein. Ich denke mal, es ist ein B geworden. Schade, es wäre schon gut zwei Sterne bestimmt gewesen, wenn ich jetzt nochmal Erster geworden wäre. Oh, es ist doch noch ein Stern. Okay, dann habe ich mich vertan. Gibt doch noch einen Stern. Ja, wunderbar.
Der Blattkappe ist jetzt im Retro-Gebiet dieser Klasse anwählbar. Jawohl. Und damit, meine Damen und Herren, geht es im nächsten Part weiter mit Mario Kart DS. Wir spielen weiter den Nitro Cup. Ne, den Retro Cup. Retro. Heißt schon Retro, ne? Heißt Retro, ne? Das heißt Retro, das heißt Retro. Das heißt Retro, ne? Das heißt Retro, das heißt Retro, ne? Das heißt Retro. Retro Grand Prix, genau. Und zwar den Blood Cup sowie den Blitz Cup. Und ich hoffe, ihr seid jetzt mal wieder dabei mit Mario Kart DS von eurem Ninjoshi Tendo. Und bis dahin, sage ich Ciao, euer Ninjoshi Tendo. Ciao.